Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Wonders. Ja, beim letzten Mal haben wir uns einige Aufsteller gegönnt, die Wüste gerettet und sind jetzt hier oben noch in den Spezialwelten. Wir wollten den Piranhas hier unsere Wundesamen in den Rachen stopfen. Das machen wir jetzt auch sofort. Bin schon gespannt, was ich hier für eine Spezialwelt bekomme. Halbfinale des Piranha Surprise. Piranha Reprise, Entschuldigung. 5 Sterne Schwierigkeitsgrad. Die kommen aus dem Boden raus. Sehr musikalisch hier. Wunderschön. Aua. Okay, es war schlau, sich vorher das Pilz-Upgrade zu geben, das man sich auch zum Anfang geben kann. Das Level ist cool. Oh, es legt dann Geschwindigkeit zu. Okay, damit habe ich keine Blume mehr. Hilfe! Alter, ich bin noch nicht so schnell! Das war ein cooles Level, auch wenn es schlimm war. Es war trotzdem cool. Oh, und da geht's dann noch mal höher. Wo komme ich denn jetzt hin? In die noch höhere Spezialwelt, wofür ich 16 Dinger brauche. Das heißt, ich muss noch die anderen Teile finden. Hinten neben der Sprungfeder habe ich das Ding nie mitgenommen mit Sunny, ne? Ich hatte auf die Karte gesehen und da gesehen, da rechts war noch ein Feld, das wir nie genutzt haben. Na gut, nächtliche Rhythmen wohl als nächstes. Und wieder direkt Blümchen. Nicht wieder so etwas. Ich habe davor noch eine posttraumatische Belastungsstörung vom letzten Mal. Aua. Okay, ich nehme mir den Klimmsprung. Ich habe gerade was gelernt, als ich den Klimmsprung genutzt hatte. Das funktioniert hier absolut nicht. Deswegen habe ich jetzt mal den Rettungssprung stattdessen.
Hilfe! Danke! Was für ein schreckliches Level! Na gut, jetzt fehlen nur noch von den letzten zwei Leveln die Spezialwelt-Enter-Dinger. Na gut, dann zurück zu unserem Blüteninseln. Bin schon froh, dass es Abkürzungsmöglichkeiten gibt. Und dann würde ich sagen, machen wir hier die nächsten Level, ne? Hab's und du bist weg. Die Dinger da, die fressen die Blöcke weg. Unangenehm. Mistdinger. Jesus, können sie die Pilze nicht wegfressen. Die hatten die Zedermünze auch weggefressen. Mach die jetzt schon nicht. Ah, ich muss die Gegner töten. Kann ich den auch für mich arbeiten lassen? Scheinbar. Ich musste nicht mal selber kämpfen. Das ist meine. Jetzt finde nur, dass sie die Ranken wegfressen können. Ihr könnt die Zehnermünzen wegfressen. Hauptsache, ich habe die Münze. Ich wurde genau vom Checkpoint, vom Leben zerstört. Hör auf, alles wegzufressen! Wäre ja schlimmer als mein Hund! Du Mistvieh! Aus! Alter, sind die Dinger schrecklich! Nein! Alter, die hatten die Blume weggefressen! Die Ekelhaften! Sie kommen! Mama! Mama, hilf mir. Schaut euch das Schreckliche hier nochmal an. Ich hatte mich übrigens extra aus dem Bild gepackt, weil ich das als Thumbnail haben will. Okay, die Powerblöcke sind dafür da, sie von mir fernzuhalten. Okay, ich denke mal, jetzt habe ich genügend Bildmaterial. Ich will die Powerblöcke gar nicht aufheben. Ich will sie gar nicht aufheben.
Danke! Ekelhafte Biester! Was für ein ekelhaftes Level! Oder besser gesagt, was für ekelhafte Viecher! Nimmersatte Sagas. Nom. Okay, zweimal draufhüpfen. Wenn irgendwas in ihrer Laufbahn ist, dann wird's weggefressen. Das ist meiner! Kriege ich hier nächste Level, wo Viecher alles wegfressen wollen. Ach, die können sich auch selber stunnen. Lustig. Ey! Okay, es bringt nichts, Panzer nach denen zu schießen. Danke. Das nehme ich mal. Nein! Ich will keine Mahlzeit werden. Sunny hätte diese Dinger geliebt. Die sehen auch mega lustig aus. Oh nee. Ich bin Goomba. Oh, als Goomba kann ich überstacheln. Ich will nicht gegessen werden. Kann ich auch irgendwie Gas geben? Kann ich auf seinen Kopf hüpfen? Ja, kann ich. Hilfe. Mein Leben ist auf jeden Fall einfacher, wenn ich den auf den Kopf hüpfen kann. Ihr wollt mich nicht essen. Ich schmecke nicht, glaubt mir. Ich habe eine neue Spezies entdeckt. Ich frage mich, wie du wohl schmeckst. Ich will es nicht rausfinden. Mir fehlt noch eine 10er-Münze. Jö, hier oben war verdächtig. Er hat für mich die Wand aufgemacht. Okay, man will kein Goomba sein. Als Goomba hast du ein schweres Leben. So, hier geht's jetzt noch nach links weiter, ne? Hier ist ein Abzeichen.
Ich würde sagen, gönnen wir uns noch das Abzeichen. Schwebepirouette. Drücke eher in der Luft oder schüttel den Kontrollen, um etwas höher hinaufzuschweben. Oh, das finde ich eigentlich sehr praktisch. Das ist mega praktisch. Okay, die Pirouette ist praktisch. Die können mir auch so ab und zu das Leben retten. Ja, leg's mal an. Ich meine, so viele Abzeichen fehlen uns tatsächlich auch gar nicht mehr. Also mindestens die Hälfte haben wir. So, 12 pro Seite. 2, 4, 6, 8. Ja, wir haben mehr als die Hälfte. Wir haben 2/3 sogar. Also uns fehlen nur noch 8. Ein paar von denen sind auf jeden Fall praktisch. Die Unsichtbarkeit, die mag ich absolut nicht. Ich finde, die Unsichtbarkeit ist mega schlimm. Ich finde generell, diese Expertenabzeichen sind eigentlich mehr Debuff als Buff. Na gut, Leute. Den Weg da links lassen wir mal in Ruhe. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir dann nach da unten. Gehen dann in das Pilzgebiet. Wie hießen die nochmal? Die Fungiminen. Sind mal gespannt, was uns dort erwartet. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao, Leute. Bis dann.